This year, the Salzburg Police Force organized advanced rider training sessions on the Salzburg Ring racetrack. The aim was not to increase lap times or speed, but rather to improve rider safety with handling and skill exercises. Peter Mühlbacher, genau. Unser Organisator, Mädchen für alles. Er hat eigentlich so auf die Art die Arschkarten gezogen, weil er tut irrsinnig gern Motorrad fahren, kann irrsinnig gern Motorrad, kann gut Motorrad fahren, aber er hat ganz was Blödes, er ist sehr zuverlässig und darum ist er so Mädchen für alles und halt so das Bindeglied. Gell. Ich möchte nur mal betonen, ganz wichtig, es ist kein Ringtraining heute. Gell. Also wir werden halt nicht hergehen, werden halt da schauen, dass ihr da eine schnellere Rundenzeit am Ring zusammenbringt, sondern es ist ein Fahrsicherheitstraining und dient eigentlich nur dazu, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Darum, es gibt innerhalb von der Gruppe, aber das werden wir dann am Ring jeweils draußen sagen, kein Überholen. Wir wechseln jede Runde durch, aber das sagen euch eure Betreuer dann in der Dreiviertelstunde, wo sie jetzt am Ring draußen sind, wie wir das machen. Das hat sich total bewährt, jeder kommt auf seine Kosten und wir haben bis jetzt, eigentlich, wir machen es jetzt schon das dritte Mal, noch keinen einzigen wirklich Unfall gehabt und darum werden wir auch das beibehalten. Wir werden uns jetzt einen Anzug anziehen in die Gruppeneinteilung. Gell? Die Gruppe 1 fängt an. 45 Minuten beim Slalom-Parcours, der ist, wenn es da jetzt ausschaut, auf der rechten Seite. Gruppe 1, wie gesagt, der Jürgen und ich. Die Gruppe 2 fängt an beim Bremsstrecke, ist auf der linken Seite im Fahrerlager. Wir treffen uns dann da drinnen. Ebenfalls 45 Minuten und die Gruppe 3 geht mit ihrer Betreuer auf die Rennstrecke aus. Sie treffen sich bei der Boxengasse fuhren und gehen für Kurven durch. Das Ganze dient als Vorbereitung heute für den Nachmittag, wenn wir uns dann auf die Rennstrecke wirklich in höhere Geschwindigkeiten begeben. Alle 45 Minuten wechseln wir die Stationen. Der ÖMDC hilft uns jetzt am Vormittag da drinnen bei den Übungen und am Nachmittag bauen die dann im großen Fahrerlager einen großen Handling-Parcours auf und den betreuen sie. Das heißt, das kennt ihr mit dem Motorrad, die was euch dann von den Händlern ausleiht, direkt rein und kennt es dann probieren. Dann, was mich ganz besonders freut, das zeigt sich immer wieder bei uns bei den Polizeiautos, da steht es eh schon gemeinsam sicher irgendwo oben und das finde ich, das ist auch irgendwo so gemeinsam sicher. Wir arbeiten alle Hand in Hand und wie ihr schon gesehen habt, draußen auch beim ÖMDC, wir arbeiten alle für dasselbe Ziel, nämlich Hebung der Verkehrssicherheit. Also wenn wir Probefahrten machen wollen, wir haben insgesamt 6 Händler da, die ihre Motorräder zur Verfügung stellen für Probefahrten. Von den Händlern, die da sind, wir haben Honda Frauen schon da, der hat BMW und Honda da, wir haben Ducati da, wir haben KTM Haudaller da mit KTM und Susquehanna glaube ich auch mit. Dann haben wir dann Harley Davidson, Salzburg und Zero Elektromotorräder erstmals dabei. Sicher eine interessante Geschichte. Was mich nur ganz besonders freut, bei KTM, wir tun irrsinnig viel mit dem Werk zusammen und es ist wirklich so, ich muss sagen, überall wo wir dabei sind, es ist eigentlich auch von der höheren Gehaltsklasse, muss ich jetzt einmal sagen, von KTM ist eigentlich immer irgendwo wer dabei und fährt eigentlich bei Trainings mit und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil die eigentlich nie jetzt so den Kontakt zu uns Motorradfahrer verlieren. Und darum möchte ich euch ganz besonders begrüßen von KTM, die Jenny Pfeiffer. Dann von den Red Biker das Preis ausschreiben, da haben wir jetzt alle Preise, was es zum Gewinnen gibt. Das hängt auch da draußen. Es sind wirklich klasse Sachen dabei, ich lese jetzt alles nicht durch, das könnt ihr eh draußen selber lesen. So fast jeder Motorradhändler bietet auch ein Motorrad einen ganzen Tag zum Probefahren an. Also wirklich klasse Preise. Unser Training da, wie jeder weiß, es ist kostenlos, aber nicht umsonst. Wir haben uns einen Spendenpartner gesucht, wir sagen auch bei unseren alle Trainings überall. Wir haben da sicher einen der besten gefunden, was es überhaupt gibt. Ich habe wirklich was lang gesucht und habe mir versucht, was zu finden ist, was mit Motorradfahren im direkten Zusammenhang steht. Und Wings for Life ist eine Stiftung, die was Rückenmarksverletzungen wieder heilbar machen will. Und man darf nicht vergessen, Rückenmarksverletzungen, 50% aller Rückenmarksverletzungen stammen von Verkehrsunfällen. Und wir Motorradfahrer sind ganz vorn dabei. Wings for Life, Matthias Waas, gell? Also wenn wir mit denen einmal zusammengearbeitet haben, das ist eine ganz kleine Gruppe, aber da ist jeder 200% ist fokussiert auf das und die bewegen wirklich was. Und was das Klasse ist, der Red Bull übernimmt den gesamten Verwaltungsaufwand zu etwas. Also jeden Euro, was ist der Spende, jetzt geht direkt in die Forschung. Und Ziel soll es wirklich sein, dass man halt Leute, die was jetzt zur Zeit vielleicht noch im Rollstuhl sitzen, dass die irgendwann wieder mal gehen können. Und das ist das große Ziel und da könnt ihr eh seinen Beitrag dazu leisten. Geht zueinander, wie in der Kirche. Wir verlangen von euch alle, geht es nicht zu 100%, bleibt es bei 80%, wir dann auch.
Es wird trotzdem jeder seinen Spaß haben, um das geht's, gell? Nicht, dass du irgendwo eure Zeiten verbessert, das kennst du nichts gewinnen, gar nichts. Das kennst du eigentlich nur verlieren, wenn es übertreibt. Das heißt, Spaß haben, auf die Linie schauen, schön schauen, was vor euch der Vortechniktrainer tut, der erklärt sehr genau pro Gruppen, was zum Tor habt. Und das macht's und es wird euch einen Spaß haben.